Hallo, ich wollte mal ein paar Kanalvorstellungen machen über 80-10-10 und allgemein halt ja auch von Rohkost oder dieser Gesundheitsbewegung, die so in dieses Konzept allgemein passt. Und zwar von deutschen Kanälen. Vielleicht kennt der ein oder andere den einen oder anderen Kanal noch nicht. Es sind halt etliche, die so circa 100 bis 200 bis 300 Abonnenten haben. Und ich habe jetzt 15 gefunden. Es gibt sicherlich noch mehr. Und wenn ihr noch andere kennt, die ich nicht genannt oder verlinkt habe, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir das schreiben könntet in den Kommentaren. Habe jetzt halt selber nicht so viele Abonnenten, aber fand es halt trotzdem mal ganz cool, so die Kanäle, die ich so kenne im deutschsprachigen Raum, zusammenzutragen. Und klar, die ersten üblichen Verdächtigen nenne ich natürlich. Das ist angefangen mit dem, glaube ich, größten Kanal, die Rohkost-Familie. Finde ich, also der Fokus ist dann nicht halt auf 80-10-10, sondern allgemein Rohkost. Vegane Rohkost und finde ich auch sehr gut, was er sagt. Und es gibt halt auch sehr viele Parallelen zu 80-10-10 und er selber hat jetzt auch nichts, sage ich mal, gegen 80-10 sehen. Der nächste Kanal wäre natürlich Rohe Energie, wo ich sehr gut finde, dass auch viele Rezeptvorstellungen gemacht werden, aber halt natürlich auch zusätzlich Aufklärung. Finde ich total gut, auch die Aufmachung, dass das viele Leute erreicht. Und der nächste Kanal ist natürlich Carb the Vegan Up. Den Stil finde ich auch sehr gut. Das ist so ein bisschen, ja nicht aggressiver, aber so ein bisschen provozierender ist. Das finde ich auch ziemlich cool. Ja, dann zwei Kanäle, die halt eigentlich nicht vom Prinzip her in erster Linie 80-10-10 sind, aber wo ich gesehen habe, dass das meiste von Ernährung mit diesem Prinzip eingehalten wird, zumindest die Makronährstoffverteilung. Und das sind halt einmal Lisa B und Jazz Vegan Lifestyle. Und da sind halt auch vorwiegend wieder Rezepte, natürlich auch Tags und allgemein so Lifestyle-mäßiges erreichen auch relativ viele Leute, aber die Ernährung ist da auch eigentlich top. Da wird halt zwar manchmal Öl benutzt und sowas, aber im Groben und Ganzen stimmt das so und das finde ich auch sehr gut, diese Kanäle. Und dann kommen wir zu den etwas kleineren und das ist zum einen Going 80-10-10 und da wird auch gerade der Versuch gestartet, mit 80-10-10 abzunehmen langfristig. Ist aber auch sehr aufklärend allgemein über das Thema und finde ich auch sehr, sehr gut, den Kanal. Dann High Carb Vegan Power Girl und der Name passt auch. Ist auch ein eigener Stil wieder. Sehr sympathisch und ja, auch andere Themen, die am Rande damit noch zu tun haben, finde ich auch sehr informativ. Und dann habe ich etwas kleinere Kanäle, da kann ich auch dann nicht so viel zu sagen. Also High Carb TV habe ich auch im letzten Video erwähnt, habe ich auch wieder ziemlich viele Informationen herausziehen können, die ich vorher noch nicht so kannte. Kann ich also auch nur sehr empfehlen. Dann der Kanal Julies vegane Schmuckstücke. Und da werden auch Rezepte vorgestellt und allgemein über den Lifestyle geredet. Ich weiß gerade nicht, ob noch andere Videos, die nicht so viel mit zu tun haben, kommen, aber ich glaube, der Kanal wurde umgestellt auf High Carb oder ausschließlich dieser Themenbereich. Finde ich auch interessant, weil es auch noch relativ am Anfang durchgeführt wird. Und ja, total real das Ganze rüberkommt, das finde ich halt immer gut. Dann den Kanal High Carb Queen. Da kommen, glaube ich, relativ selten Videos, aber ist auch wirklich wieder sehr informativ. Kann ich auch gar nicht so viel zu sagen insgesamt. Der Kanal Carb
Carpandens oder halt geschrieben Carp und dann Ans. Also heißt eigentlich Carbandens von Abundance, Reichhaltigkeit. Kann ich auch nicht so viel zu sagen, außer dass ich habe ihn halt abonniert, weil er auch interessant ist und auch wieder neue Aspekte aufwirft. Geht halt auch hauptsächlich um den Lifestyle. Nächste wäre Andrea Kai oder Kay Banana Lifestyle. Finde ich auch sehr informativ. Gucken, glaube ich, auch nicht so viele Videos. Ist aber auch empfehlenswert, wie gesagt. Und dann habe ich noch drei Kanäle. Einmal Lee Love. Hat auch unter 100 Abonnenten, glaube ich. Ist mit Kind und da wird auch 80-10-10 durchgeführt. Finde ich auch interessant, mal von der Seite zu sehen. Also ist jetzt nicht wie einige andere der ultra informative Kanal, sondern es ist einfach eher so ein Ausschnitt vom Alltagsleben, sage ich mal. Jetzt aber auch nicht jeden Tag ein Video oder so. Muss auch gar nicht sein. Der nächste Kanal, den ich letztens gefunden habe, ist Giftgrün. Ist, glaube ich, auch ziemlich neu jetzt entstanden aus der Schweiz. Und da sind viele Konzepte der veganen Gesundheitsbewegung auch kombiniert, also nicht nur High Carb, sondern auch Rohkost, auch mit einer individuellen Hintergrundgeschichte. Finde ich auch die Aufmachung sehr cool, also gefällt mir sehr. Ja, und dann kann ich noch den Kanal von Melli Glückskeks empfehlen. Ist jetzt auch kein spezieller 80-10-10-Kanal, sondern ein Lifestyle, ein veganer Lifestyle-Kanal. Und sie probiert das halt jetzt für ein paar Wochen aus und macht dann halt ja, Food Diaries, beziehungsweise ja, stellt dann sozusagen auch vor, wie das im Alltag so handzuhaben ist und wie halt die wirkliche erste Anfangsphase verläuft. Und das ist natürlich auch mal eine interessante Seite, ein interessanter Aspekt, das so zu sehen. Und der letzte Kanal, den ich gefunden habe, also ich habe hier noch irgendwas stehen, da steht nur Raw. Und da weiß ich nicht, welchen Kanal ich damit meinte. Keine Ahnung, was ich da hingeschrieben habe. Deswegen habe ich wahrscheinlich einen vergessen, mindestens. Der letzte Kanal ist Fruchtstrahl und der hat nur drei Abonnenten. Und das ist, von ihm ist auch die Internetpräsenz, die ich in meinem E-Book verlinkt habe. Und sein erstes Video fand ich auch ziemlich cool. Ist auch wie ein anderer Style. Also er hat halt erst nur ein Video, aber das fand ich wirklich auch wieder sehr informativ und find ihn auch sehr sympathisch und die Art. Und er hat halt erst drei Abonnenten, aber ich finde cool, dass in letzter Zeit so viele Kanäle entstehen dazu. Die dann halt erstmal zwischen, sag ich mal, 0 und 300 Abonnenten habt. Das finde ich sehr cool, dass so viele deutschsprachige entstehen und deswegen erwähne ich auch die ich bis jetzt gefunden habe. Und hoffe, dass die ja, in näherer Zukunft doch mehr Abonnenten kriegen, weil es ist wirklich sehr informativ, sehr interessant und auch sehr sympathische Leute sind, was aber eigentlich auch fast schon logisch ist, möchte ich behaupten. Ja, das wollte ich nur eben mal erwähnt haben, beziehungsweise diese Kanäle. Bis dann.